So, kurzer Test, haben wir einfach mal gerade in die Aufnahme reingehört. Das ist von der Lautstärke sehr okay so. So. So, stimmt, ich wollte auf Peaceful kurz umschalten. Damit wir jetzt dort einfach entlang laufen können, ohne jetzt groß auf Futter achten zu müssen. Das können wir nachher in der Hölle getrost machen. Und ich finde die Musik, ja, sie passt schon, irgendwie. Besonders Twilly würde sich jetzt freuen, wenn er hier mal wieder reinguckt. Er ist ja einer der größten Zelda-Fans, die ich kenne. Er findet mich zum Teil schon ein Frevler, weil ich mir das neue Zelda für die Wii wahrscheinlich erstmal nicht kaufen werde. Ich habe momentan, besonders jetzt Ende des Jahres, so viele gute Spiele. Star Wars The Old Republic, dann kommt Mario Kart für den 3DS raus, dann Anno, dann kommt auch schon noch ein Mario Jump and Run für den DS. So, das hier könnten wir theoretisch... Ah, der Wechsel hat jetzt schön gepasst. Diese Bäume wegkloppen hier. Dann quasi, oder wir machen das direkt hier hin. Dass wir sagen, wir machen das jetzt hier alles eben. Also auf der Höhe, wo das Portal steht. Wah! Ja! Wer kam denn auf diese geistreiche Idee? Wer wohl ich? So. Unten kann eine Fackel drin stehen. Depp. Ja, hacken wir hier einfach mal so ein bisschen was weg. So, da reicht dann auch ein einfacher Zaun hier. Ich hoffe, dass dadurch die Let's Plays etwas unterhaltsamer werden durch die CD jetzt im Hintergrund. Besonders an dem Better Glass ist halt, es sieht quasi so aus, also abgeschlossen, solange es hier unten auf Gras trifft. Sobald ich den weghau, sieht es wieder wie normales Gras aus. Und musikalisch befinden wir uns jetzt in einem Laden, in der Stadt Hyrule oder Hyrule. So, ich denke, das soll ja auch nicht allzu groß werden. Mal gucken, ich muss zwei Platz lassen. Das heißt, wir hätten hier, ja, hier vielleicht noch zwei weiter rein. Ich werde diese Aufnahme übrigens gleich nochmal soundtechnisch richtig auseinandernehmen. So. Wir hier den Zaun. Da hätten wir hier den Zaun. Nehmen wir das hier noch weg. So, den auch noch schnell. Das wird sowieso alles noch geändert hier. So, hier mache ich es jetzt gründlich. Die Lücke macht uns irgendwann keinen Terror mehr. Das sind alles irgendwie nur so kurze Stücke auf dem Soundtrack. Ich habe den mir noch gar nicht richtig angehört, kam ich bisher nicht zu. Ich sammle auch mehr Soundtracks. Was ich auch noch hätte, das wäre der komplette Smash Bros. Ball Soundtrack. Den müsste ich allerdings erstmal stark durchsieben. Weil da sind auch einige Stücke drin, zum Beispiel Metroid. Das brauchen wir uns als ruhige Minecraftler nicht antun.
So, jetzt haben wir hier die Grundfläche quasi fertig. Jetzt könnten wir um das Portal irgendwie was Großes bauen, aber wo soll die Bahn ankommen? Ich würde sagen, das Bahnhäuschen, das machen wir hier hin. Also hier ein festes Häuschen hin. Jetzt will ich das Ganze allerdings nicht... Obwohl das Häuschen, das könnten wir vielleicht noch... Haben wir noch Moosstein? Ansonsten bauen wir es einfach aus Cobblestone. Welcher verfickte Enderman hat denn da schon wieder den Baum kaputt gemacht? Das Grün ist jetzt übrigens noch das Standardgrün. Das ist nicht das Grün, was wir sonst immer haben. Sondern das sind jetzt noch die Standardfarben. Misa kam noch nicht dazu und ich setze mich sowas wie mit Grünschemen nicht auseinander. Das wäre noch schöner. Ich bin nicht wirklich der Grafikexperte. Vielleicht hat man das auch gerade an den Thaddäus gesehen. Ich meine, jetzt so einer, der quasi HD-Grafik gewöhnt ist, der rümpft da die Nase, der findet den Potten hässlich. Aber für mich ist das schon ein kleiner Fortschritt. So, schauen wir mal. Oh, wir haben mal noch ein bisschen was. Ja, das können wir mitnehmen. Kies. Moosstein. Treppen. Und vielleicht auch noch ein bisschen Holz. Das reicht dann erstmal. So, wir verlassen das Haus und die Musik wechselt. So. Baue ich jetzt einfach mal da so hin. Und batsch, falle ich wieder auf die Schnauze. So, sobald wir das Häuschen fertig haben, denke ich, werden wir dann auch erstmal in die Netherwelt gehen. Vielleicht baue ich mir einfach in unseren Tunnel so lange noch ein Netherportal rein. Wir haben ja das Zeug jetzt. So, also die Bahn soll von hier kommen. Und dann geradeaus weitergehen. Das heißt, wir kommen hier an. Ach ja, jetzt habe ich keinen Redstone dabei, keine Knöpfe, gar nichts. Ach Gott. Na egal. Egal, das stört mich gerade überhaupt nicht. So, das heißt, wir haben hier quasi... So, der Untergrund wird diesmal aus normalen Stein gebaut. Für die Umgebung zumindest die erste Reihe aus... dem Zeug hier, aus dem Moosstein. Ja, auch schön, wenn man das irgendwie künstlich herstellen könnte. Ach Gott, jetzt verbrauche ich dafür auch schon die Spitzhacke. Ja, so. Komme ich gar nicht erst in Versuchung, die zu... Achso. So. Hier rein kommt die Technik. Nach vorne hin wird das Ding jetzt mal offen gelassen. Könnte ich vielleicht noch eine weiter rausziehen? Obwohl, dann könnte ich quasi hier... Hier sollte die Leiter entlang laufen. So. Dann bauen wir das hier so. Portal, sei mal ganz kurz ruhig, ich muss denken. So und so. Boah, die Musik, dann dieses Portal und... Wow, das ist richtig gruselig. Kann man jetzt sagen. So. Die Wanne wieder aufbauen, wie beim letzten Mal. Natürlich auch alles aus guten Cobblestones. Hier darf kein Dreck mehr überbleiben.
Und da sind wir auch schon in den Ebenen. Da ein Knopf und da drüber einer. Was ich übrigens auch nochmal machen möchte, das fange ich heute nicht an, nicht im Traum. Das wäre, dass ich wirklich hingehe und die Bahnstrecke rundherum verglase. So mit Glowstone-Dach und allem drum und dran. Das sieht richtig toll aus, aber... ja, eine verdammt scheiße Arbeit. So, mal kurz zwei Boost, vier Boost-Schienen holen. Knöpfe, Redstone. Hallo, haben wir noch Boost-Schienen auf Lager? Eine. Eine. Ich bin enttäuscht. Ich bin... müssen wir uns welche herstellen? Wie war das? 6 Stöckchen. Redstone. Was machen eigentlich meine FPS hier? Ach, sehen doch gut aus. Wunderbar. Es gibt übrigens keinen Sound mehr, wenn man Kisten öffnet. So, jetzt beißen sich hier zwei Musiken. Stöckchen erstmal, ja. Ach ja, ich bin alt und verwirrt und alt und... habe ich schon erwähnt, dass ich alt und verwirrt bin? Nein, so. So. Ah, meine Stöckchen. Redstone haben wir jetzt keinen dabei. Hallo? So. Nur noch mal nachgucken, wie wir es hier gemacht haben. Okay. Passt. Ah, ist das nicht jetzt eine schöne Musik? Das Problem ist, wenn ich jetzt quasi teste, wie die Soundqualität ist und das ganze Pipapo, stellt sich das... ach, ich habe die Knöpfe vergessen. Ja, stellt sich auf jeden Fall der ganze Soundtrack zurück. Und wir machen heute wieder eine Riesenlauferei hier. Dafür stelle ich euch ja schon zwei Folgen zur Verfügung meistens, wenn ich dazu komme. Damit teilweise auch diese Lauferei, diese wirklich langen Passagen, wo ich einfach nur hin und her renne, etwas entschuldigt werden. Aber ich bin ja auch so schusselig, ich mache ja aus einem Laufweg immer 10. Oh, komm, lass mich doch springen hier, du Baum, du. Hopp. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Clearstone. Der Vorteil ist, auf Peaceful kann ich jetzt so viel sprinten, wie ich will. Das ist der Vorteil. Und wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung.